Viel Spaß beim Marienhof wünscht euch L'Oreal mit Hydrafresh, dem Feuchtigkeitscreme-Gel. Frau Hämmerle ist glücklich verheiratet. Und zwar mit dem Vater des Kindes, das sie erwartet. Das ist nicht dein Kind? Meine Beziehung zu Frau Hämmerle hat überhaupt nichts mit dem Kind zu tun. Er wird mir fehlen. Ich will, dass du dich und deinen Mann anzeigst. Falls du auf die Missbrauchgeschichte anspielst. Ja, darauf spiele ich zufälligerweise an. Du glaubst doch diesen Blödsinn wohl nicht. Sag mal, Robby erfindet dauernd irgendwelche Lügenmärchen, das weißt du genau. Das Kind, sie wird ja wohl hoffentlich nicht. Das Kind? Was wird sie nicht? Mann, Kim ist schwanger. Es wird viel passieren. Wir müssen ruhig und besonnen bleiben. Mein Gott, es muss doch hier irgendwo eine Schwester geben, verdammt. Da, Annie, sie bringt sie zum OP. Halt! Halt! Das dürfen Sie nicht! Das ist ein Krankenhaus. Ich bin der Ehemann. Sie dürfen meine... Oh, es tut mir leid, verdammt. Das ist ein Missverständnis. Ich dachte, das wäre meine Frau und ich wollte verhindern, dass sie was Unüberlegtes... Annie! Annie! Ach, was ist denn? Lass mich doch los. Das ist alles ein Missverständnis, ja? Ciao, das ist Frau Hämmerle, die Redakteurin. Und der Brief, das Kind, weißt du, ich bin ein Idiot. Es ist alles meine Schuld, verstehst du? Ja, das verstehe ich. Wir waren alle in Sorge. Ja, wir haben gedacht, dass du dir das Kind wegmachen lassen. Ich, mein Kind? Unser Kind. Nur weil du solche Dackelaugen hast, brauchst du nicht zu glauben, dass alles wieder in bester Ordnung ist. Nee, das verstehe ich doch. Komm, ich erkläre dir das jetzt mal in aller Ruhe, ja? Bin ich sehr gespannt. Pass auf, alles klar. Ich höre ja wohl nicht richtig. Wie kannst du nur behaupten, Robby hat sich das alles nur ausgedacht? Wenn Kinder sowas nun mal tun, sich Geschichten ausdenken. Oder glaubst du im Ernst, ich hätte nicht gemerkt, wenn Heinz Robby irgendwie bedrängt hätte? Hey, bedrängt? Wir reden hier nicht vom Fußballspielen. Sowas, das kann er sich nicht aus den Fingern saugen. Was weiß denn ich? Vielleicht denkt er, er muss wieder nach Australien und er findet deswegen solche Horrorgeschichten. Hat er wohl von dir gelernt? Wie war denn das damals, als du mich angezeigt hast beim Jugendamt? Das war was ganz anderes und das weißt du ganz genau. Ach, tatsächlich. Das Thema war dasselbe. Auch erstunken und erlogen. Ach, du drehst doch den Spieß nur um. Warum bist du dann so eilig hier angedüst, ha? Weil ich ein für alle Mal will, dass diese ungeheuerliche Geschichte aus der Welt geschafft wird. Ach, du lügst doch, wenn du nur den Mund aufmachst. Da geht doch der Arsch auf Grundeis. Deshalb bist du hier. Aber ich werde beweisen, dass Robby die Wahrheit sagt. Das verspreche ich dir. Irgendwie entdecke ich ja ganz neue Seiten an dir. Oh, hier geblieben. Mann, du bist schon auf, dabei wollte ich dich doch überraschen. Was ist dir gelungen? Was soll mal einer sagen, eine aufgewärmte Beziehung ist fantasielos. Na ja, ich dachte, dann fängt der Urlaub einen Tag eher an. Mit dem ganzen Stress haben wir uns das ja auch verdient. Deine Ideen waren schon immer unschlagbar. Irgendwas, woran du heute Morgen noch nicht gedacht hast? In dir schlummern verborgene Talente. Wer hätte es gedacht? Du, ich bin unheimlich glücklich darüber, dass wir noch mal so richtig von vorne anfangen können. Und du? Ich auch. Sehr sogar. Und was ist mit Roman?
Das Kapitel Roman Westermeier ist abgeschlossen. Endgültig. Dass ich gestern gesagt habe, ich werde ihn vermissen. Das war eine sentimentale Anwandlung, mehr nicht. Wir waren schließlich so lange zusammen. Ja, da geht ja so eine Ära zu Ende. Genau. Und jetzt beginnt eine ganz neue Ära. Die Süßkind-Vogt-Ära. Nein, nein, du meinst wohl die Vogt-Süßkind-Ära. Glaub mir wirklich. Ich bin wirklich froh, dass Roman definitiv aus unserem Leben verschwunden ist. Dann lass uns doch gleich mal die neue Ära einläuten. Hier, jetzt, gleich. Oder zumindest fast gleich. Hey, die ist für Robby. Willst du ihm Stullen mitgeben? Sollen ihn die anderen auslachen, oder was? Ist doch Quatsch. Bin ja mal gespannt, wie er sich in der Schule einlebt. Hoffentlich hat die Psychologin recht und er ist wirklich schon soweit. Na klar, warum denn nicht? Irgendwann muss er sich eh eingewöhnen. Das wird schon hinhauen. Ich konnte die ganze Nacht nicht pennen, ja? Ich musste ständig an diese Alte denken. Es ist echt der Hammer. Ja, hast recht. Weißt du, Robby, der hat ja eine blühende Fantasie, nicht wahr? Aber ich glaube nicht, dass er das Ganze nur erfunden hat. Obwohl, hat er dir nicht mal so eine Typhusgeschichte vorgeschwindelt? Ja, schon, daran habe ich auch schon gedacht. Aber das hat er gemacht, weil er nicht ins Heim wollte. Und die Geschichte, die hat er sich nicht ausgedacht, das wäre zu hart. Weißt du, Doro, ich überlege mir die ganze Zeit, wie wir deine Mutter dran kriegen können. Ich meine, eigentlich wäre es das Beste, wenn er ihr die ganze Story ins Gesicht sagt. Da traut sie sich bestimmt nicht mehr, das abzustreiten. Das wäre nicht gut. So wie er momentan drauf ist. Stimmt, das wäre auch zu heavy für ihn. Aber sie darf nicht mit dem blauen Auge davon kommen. Das wäre ja wohl die Krönung. Robby denkt, jemand kann ihm sowas antun, ohne dass er dafür bestraft wird. Und er ist der Einzige, der dafür zahlen muss. Aber eins verspreche ich dir. Ich werde dafür sorgen, dass die so lange in Deutschland bleibt, bis sie auspackt. Die Praxisübergabe hat sich etwas verzögert und deswegen fahre ich erst morgen nach Paris. Und um uns das zu sagen, bist du hier? Nein. Natürlich nicht. Hör mal, es wäre wirklich schön, wenn du endlich zum Punkt kommst. Wir wollen frühstücken. Ich wollte eigentlich nur noch mal sagen, dass mir das alles unheimlich leid tut. Ich habe mich wirklich schäbig verhalten. Schäbig ist gut. Und das, was ich euch, dir angetan habe, das... Aber das wäre alles nicht passiert, wenn ich dich nicht so lieben würde, Andrea. Was war das alles, was du sagen wolltest? Ja. Ja. Auf nüchternen Magen. Aber damit wäre ja wohl das Kapitel Westermeier endgültig abgeschlossen, hm? Ja, das glaube ich auch. Voll und ganz. Was läufst du vorher am M&P vorbei, ohne Hallo zu sagen? Stopp! Wir gehen jetzt Mittagessen. Ich hab Pause. Keine Lust. Oh, Alter, jetzt mach dich doch mal locker. Vergiss dein blödes Deutsch-Abi. Was hörst du denn da? Mensch, Kelly, passt wunderbar zu meiner Stimmung, die ist eh schon schlecht. Oh, es geht gar nicht um Deutsch.
Es geht um mein weibliches Wesen. Was soll denn der Müll? Du weißt doch ganz genau, dass zwischen dir und mir Schluss ist. Ja, aber das ist doch schon seit Wochen vorbei. Schon seit 3 Wochen. Und ich vermisse sie total. Mein Lieblingsfusse. Dein Sinneswandel kommt zwar spät, aber nicht zu spät. Was soll denn das? Sag mal, was ist denn passiert? Sie hat dir einen Warnschuss verpasst. Na und? Zeit zum Aufwachen. Jetzt beweis ihr deine Liebe, darauf warte sie doch bloß. Meinst du? Natürlich! Ja. Ich werde nochmal um sie kämpfen. Hallo? Stör ich? Nein. Ich wollte eigentlich heute Abend bei dir zu Hause vorbeikommen, aber ich dachte, es ist wohl besser in der Praxis. Ich hatte nicht gehofft, dich hier noch zu sehen. Es ist auch nur, weil ich wollte ihn nicht mit der Post schicken. Hier, ich gebe ihn dir zurück. Das war ein Geschenk. Schon, aber... Tu mir den Gefallen. Behalte ihn. Wie konnte das nur so weit kommen? Das tut mir alles so unheimlich leid. Ich kann das mit Worten überhaupt nicht ausdrücken. Oh Mann, sieh's doch ein. Es hat keinen Sinn, wieder und wieder darüber zu reden. Es ist passiert. Und man kann es nicht ungeschehen machen. Ich weiß. Und ich weiß auch, dass Gefühle einen nicht so weit bringen dürfen, ein Verbrechen zu begehen. Aber wenn man jemanden so liebt, wie ich dich geliebt habe, bis zur Verzweiflung, dann... Roman, bitte. Es gibt kein Zurück mehr. Darf ich dir noch einen Abschiedskuss geben? Bist du die jetzt erst? Soll ich mich in der Penne auslachen lassen, oder was? Wann bist du eigentlich endlich fertig mit deinem komischen Abi? Wenn ich meine mündliche Bioprüfung hinter mir habe. Und bei dir? Wie sieht's da aus? Hast du deine Hausaufgaben schon fertig? Keinen Bock auf Hausaufgaben. Oh. Und wie willst du das Klassenziel erreichen? Gar nicht. In Australien lernen die sowieso was anderes wie hier. Also da erhältst du jetzt 0 Punkte. Das ist echt keine gute Ausrede. Lass dir mal was anderes einfallen. Es ist keine Ausrede. Mensch. Robby. Du musst nicht mehr nach Australien. Nie mehr. Egal, was passiert. Und außerdem kann dir niemals jemand mehr etwas antun und dich zu irgendetwas zwingen, okay? Loro? Wir müssen los. Dein Olle wartet. Ach ja. Was wollt ihr bei Mama? Ach, eigentlich nichts Schlimmes, eher im Gegenteil. Wir wollen sie ein bisschen ausquetschen. Und dann wird sie vielleicht irgendwann mal die Wahrheit sagen. Ciao. Ey, Cowboy. Kommst du klar? Loro. Ciao. Was Ciao. Das brauche ich in Australien sowieso nicht mehr. Ich liebe dich so sehr. Nein. Spürst du ja nicht, was immer noch zwischen uns ist? Wir beide, wir gehören einfach zusammen. Oh Mann, bitte.
Ich weiß, dass ich mich in letzter Zeit wie ein Psychopath aufgeführt habe. Und ich kann auch nicht verlangen, dass du mir verzeihst, aber wir haben noch eine Chance. Tut mir leid. Ich hätte gar nicht herkommen dürfen. Gib's doch einfach zu, dass du mich immer noch liebst. Sie blockt halt völlig ab, Mann. Naja, also irgendwie kann ich schon auch ein bisschen verstehen, dass Lee dich nicht mehr mit dem Klavier teilen will. Aber das allein kann doch nicht der Grund sein. Ey, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, verdammt. Ich glaube, das hat echt keinen Sinn mehr. Alter, hatte ich jetzt hör auf, dich fertig zu machen. Vielleicht musst du sie einfach vergessen. Lass uns nachher ins Foxy gehen, okay? Ja. Hey, Tobi, was ist denn, okay? Ja, okay. Okay, bis später dann. Wir sehen uns, ja? Immer wieder vermiss ich dich. Tausendmal berührt, tausendmal gespürt, tausendmal geliebt. Was ist nur passiert? Willkommen! Oh, Belli, also wirklich. Hast du dich nicht? Ja, doch. Ich muss mich erst mal beruhigen. Sorry. Also, ne? Mit dem Foxy ist alles geklärt, mit Foxen ist alles geklärt. Was jetzt nur noch bleibt, ist Koffer packen. Und dann geht die Post ab. Ach, Andrea, wenn ich mir vorstelle, morgen um diese Uhrzeit, wenn wir beide auf der Strandpromenade schon Lust wandeln. Und die Betonung liegt auf Lust. Hey, ist es dir doch zu kurzfristig? Nein, nein. Mir ist nur gerade was eingefallen. Ja, wahrscheinlich war dir Mallorca dann doch lieber, ha? Huh? Nein, das würde ich doch nicht wagen. Du, ich muss mich noch mit dem CD-Vertreter treffen. Das habe ich total vergessen, tut mir leid. Dauert doch nicht lange, ja? Mann, muss das sein? Naja. Hey, war doch nur ein Joke. Weißt du, die nächsten zwei Wochen, da gehörst du mir ganz alleine. Da kann ich das schon noch zulassen, dass du heute mal einen fremden Mann triffst. Typisch. Scheiß Teil. Na endlich, ich hab schon Bärenhunger. Wo bleibt ihr denn? Hallo, Robby, ich bin's. Robby? Bist du noch dran? Ja. Doro und Charlie waren gerade hier, das weißt du, oder? Hast du mich gehört? Du hast doch gewusst, dass die beiden mit mir reden wollten. Ja. Du erinnerst dich an unsere Abmachung? Du darfst Doro kein Wort mehr erzählen. Ist das klar? Robby, ist das klar? Antworte mir. Du weißt ganz genau, was uns passiert. Ja. Du bringst mich zurück nach Australien. Zu Papa.
gut, die Tür war angelehnt. Ich habe gehofft, dass ich dich hier noch treffe. Und ich habe mir so gewünscht, dass du noch mal herkommst. Roman, ich muss dir was sagen. Du fühlst genauso wie ich. Wir beide, wir sind füreinander bestimmt und wir haben so viel miteinander erlebt. Das kann man doch nicht einfach alles auslöschen. Stimmt, das geht nicht. Am liebsten würde ich auch gern die letzten Wochen einfach auslöschen. Dann lass uns noch mal von vorne anfangen. Ich weiß, dass es funktionieren wird. Komm mit nach Paris. Nein, Roman. Was passiert ist, ist passiert. Du kannst die Zeit nicht einfach zurückdrehen. Es ist gut, dass du für eine Weile weg bist. Aber wenn ich wiederkomme... Dann werde ich nicht mehr für dich da sein. Es ist zu viel kaputt gegangen. Es ist endgültig vorbei. Nicht Robby lügt, sondern die Alte. Ja, und zwar ziemlich dreist. Ja, ich krieg so einen Hals, wenn ich nur dran denke. Dabei habe ich gehofft, wir können ihn irgendwie raushalten. Und jetzt? Hi. Hi. Komm her, es gibt was zu essen. Kein Hunger. Was? Bist du verrückt geworden? Hier, guck dir das an. Fette Capricciosa, ganze Ladung. Was ist los? Was ist los? Hast du Bauchschmerzen oder ist dir schlecht? Nee. Sondern? Was hat Mama gesagt? Da wollen wir später noch mal mit dir drüber reden. Und zuerst muss ich euch was sagen. Ja, klar, raus damit. Das mit Papa. Ich meine, das stimmt nicht. Ich habe mir das alles nur ausgedacht. Das muss ich mir jetzt wirklich nicht länger anhören. Es gibt nämlich noch andere Menschen als diesen Wendel und dich. Üben, üben und nochmals üben. Das muss ich mir jetzt wirklich nicht länger anhören. Es gibt nämlich noch andere Menschen als diesen Wendel und dich. Üben, üben und nochmals üben erreicht. Total egal, was aus uns wird. Hauptsache, du kannst an deiner Karriere basteln. Der Marienhof wurde unterstützt von L'Oréal mit Hydra Fresh, dem Feuchtigkeitscreme-Gel. Bis dann, zum nächsten Mal.